Heute beim Donnerstalk ohne Eltern, ohne Schutz. Für die Eltern ist es besser, als den Sohn sterben zu sehen. Till Schweiger über sein Engagement für Flüchtlingskinder. Das kann man natürlich ganz einfach über sich ergehen lassen oder aber man kann darauf reagieren, so wie Till Schweiger es getan hat. Till, auf deiner Seite hat man dann lesen können, ich scheiß auf euch, verpisst euch von meiner Seite, ihr seid so arm. Also hast du übelst zurückgeschimpft. Warum so krass? Na, das waren ja zwei verschiedene. Du hast jetzt zwei Posts zusammengewürfelt. Ne? Der erste war, verpisst euch von meiner Seite, war, als ich einen völlig harmlosen Aufruf für Spenden vom Hamburger Abendblatt, einen Spendenaufruf für Flüchtlinge in Hamburg, das hat mir ein 12-jähriges Mädchen geschickt und hat gesagt, kannst du da das posten, dann kommen mehr Leute und so. Und das habe ich dann getan. Die Aktion war ein Riesenerfolg. Es kamen über 10.000 Hamburger, standen in der Schlange und haben alte Frauen mit dem Rollator und haben gewartet, bis sie ihre Spenden abgeben konnten. Und aber dann kam nach einer Stunde bin ich da drauf gegangen und habe gedacht, was geht denn jetzt ab? Ne? Also wirklich so üble, menschenfeindliche, dumpfe, ganz furchtbare Sachen. Und deswegen habe ich gesagt, ihr verpisst euch von meiner Seite. Bringt natürlich nichts, weil die melden sich ja extra an, die liken die Seite, um da ihren Müll abzulassen. Ne? Das andere war, ihr seid so arm und ich gucke auf euch herab oder so. Das war, damit habe ich nicht diese Leute gemeint, sondern ich meinte damit bestimmte Organe der deutschen Publikationen sozusagen, also Spiegel Online, Zeit, die sich so lustig darüber gemacht haben, dass ich mich mit Sigmar Gabriel getroffen habe, der ja gesagt hat, ich habe ja einen Artikel gepostet vom Spiegel, einen tollen Artikel, der gesagt hat eben, wo seid ihr alle, wo ist der Aufschrei? Ne? In den 90er Jahren gab es Lichterketten und Leute haben was gesagt und heute schweigen alle nur noch und die Verantwortung liegt in der Politik und aber auch bei den Medien. Und dann treffe ich mich mit dem Mann, der sagt, okay, ich kann mal gucken, ich informiere mich, ich gucke mir das alles mal an in Niedersachsen, in Osterode und vielleicht kann ich euch helfen. Ne? Und das hat er in seiner Freizeit gemacht, by the way. Und, aber nochmal die Frage, warum denn in dieser verbalen, doch sehr, sagen wir mal, unter der Goethe-Linie Art? Denn da hast du ja ein bisschen auch vom Thema abgelenkt. Nee, also ich meine, ich bin so, wie ich bin, ich werde mich nie verändern. Und wenn man was tun will und was Gutes bewirken will und einfach mal zu sagen, finden wir geil, dass der Mann kommt, wird gesagt, nee, ich werde instrumentalisiert, ne? Ich bin parteilos, ich bin aus dem Laden lange ausgetreten, aus der SPD, ja. Trotzdem ist er gekommen. Die Frau Merkel ist nicht gekommen. Die habe ich ja auch aufgefordert. Ich habe ja nicht gesagt, kommen Sie zu mir. Ich habe gesagt, bitte übernehmen Sie, machen Sie mal was. Regieren Sie nicht immer so weiter, als wenn hier nichts passiert. Hier passiert gerade was ganz Schlimmes. Und dass diese Vehemenz und diese Masse an Fülle an Kommentaren, das hat mich richtig überrascht. Also das wusste ich nicht. So, jetzt willst du also Fakten schaffen. Du möchtest Flüchtlingen gerne helfen. Warum? Warum Flüchtlingen? Warum nicht? Na, also, ich sag mal so, ich wollte noch einen Satz zu den Medien sagen. Also das Schlimme ist ja, vorgestern oder so habe ich in der Süddeutschen einen ziemlich tollen Artikel gelesen. Die haben gesagt, der Schweiger muss ja gegen zwei Leute kämpfen. Einerseits gegen diese ausländerfeindlichen, rassistischen, völlig gefühllosen Menschen. Und auf der anderen Seite über die Leute, die ja immer so tun, als wären sie für die richtige Sache, für Mitgefühl und linksintellektuell. Und die machen sich dann auch noch drüber lustig. Also muss er an zwei Fronten kämpfen und das ist ungerecht. Was glaubst du denn, in was für einer Gemengelage wir uns gerade befinden? Es gibt die, die man wirklich als deutliche Rassisten abstempeln kann. Und dann gibt es die, die aber sagen, Leute, wir sind besorgt, wir haben ein bisschen Angst, wir wissen nicht, was da auf uns zukommt. Es sind vielleicht in einem 500-Seelendorf kommen 300 Flüchtlinge, ja, das passt nicht. So, und die sagen dann aber, wir dürfen überhaupt nicht mehr kritisch uns über Flüchtlinge äußern, weil wir sofort in die rechte Ecke gestellt werden. Ja, und dann, jetzt passiert aber Folgendes, dann gehen die hin und schreiben, ne, also Spiegel, ne, online, schreiben, ah, da kommt ja der Mann, der härtere Gesetze gegen Sexualstraftäter gefordert hat und der Wirtschaftsminister, der die größten Rüstungslieferzahlen hat. Ne? Und außerdem hat er auch noch mit der Pegida gesprochen. Was ist denn das für eine komische Allianz? Ne? Und da kommt das nämlich her, weil eigentlich, ich würde auch mit der Pegida reden, ich würde es zumindest versuchen. Ne? Weil das ist so absurd, weißt du, das ist so absurd, weil die Leute,
Pegida fing damit an, dass sie gesagt haben, wir haben Angst vor einem Radikal-Islam. Ne? Diese Menschen, die völlig verzweifelt, die Mord, Totschlag und das Grauen gesehen haben und nichts haben, außer ihrem Hemdchen an, die kommen nach Deutschland, weil sie genau vor diesen Leuten fliehen. Du kannst doch nicht sagen, ich bin gegen, wir müssen aufpassen und dann die Leute, die vor denen weglaufen, denen zu sagen, wisst ihr was, ihr könnt da unten verrecken. Ne? Das ist ein Widerspruch an sich. Und dagegen? Und ich verstehe das. Und ich bin, aber auch wenn man sich ein bisschen informiert, bin ich seit Jahren engagiert gegen Kinderarmut. Ich sage seit Jahren, ich spende Geld, bin in einer Organisation, ich arbeite mit der Arche in Hamburg zusammen. Ich sage, das kann nicht sein, dass dieses reiche Land 1 Million Kinder unter der Armutsgrenze hat. Das geht nicht, ne? Weil das Geld ist ja da. Ich sag mal, Berliner Flughafen oder Hamburger Philharmonie oder Milliardenprogramme, um Frösche sicher über die Autobahn zu kriegen. Und lauter so Sachen, ne? Till, wir reden gleich noch weiter. Ich merke, Das ist wirklich ein Thema, das sich sehr bewegt. Deswegen bin ich hier. Mit diesen Jugendlichen. Also erst diese Reise. Dann kommen sie nach Deutschland und sind verloren und auch verlassen. Finden dann unter Umständen nicht gerade unbedingt die richtige oder die sichere Unterkunft. Führt das bei Ihnen auch zu Gewalt oder zu Ausbrüchen oder zu Verzweiflung? Ja, zur Verzweiflung habe ich oft erlebt. Sie kommen hier motiviert an, sagen, gut, ich werde hier zur Schule gehen, warten, 1 Monat vergeht, 2 Monate vergehen. Und man sagt ihnen, du kriegst noch einen Deutschkurs. Und irgendwann kommt ja auch alles, was sie erlebt haben, auf sie zu. Und sie merken, es gibt keine Entwicklung, es kommt kein Schritt nach vorne. Und dann werden sie verzweifelt, werden wütend. Da verliert man diese Jugendlichen quasi. An dieser Stelle verliert man sie. Da hätte man sie abfangen müssen. Da hätte man sie zum Deutschkurs schicken können. Da hätte man die was zeigen können, dass sie weitergeht. Traumatisierung ist ein sehr kompliziertes Thema. Ja. Eines sicherlich, was sie auch immer wieder vor die ein oder andere Herausforderung stellt. Till, Traumatisierung wird auch dein nächster Schritt sein. Also auch da Hilfe anzubieten. Na, ich möchte, ich werde das nächste Woche in Hamburg gründen, eine eigene Stiftung machen. Ich weiß noch nicht, wie ich sie nennen werde, aber für traumatisierte Kinder, nicht nur für Flüchtlingskinder, auch für deutsche traumatisierte Kinder gibt es ja auch genug. Aber und dann will ich eben verschiedene Projekte damit unterstützen, möglichst viel Geld einsammeln. Ich werde richtig Klinken putzen gehen und es ist eine Schande. Ich verstehe die Leute, die sagen, ey, uns geht's auch nicht gut, ne? Und warum kommen die jetzt alle her? Das kann ich ein Stück weit verstehen, aber nicht in dem Ton und nicht so menschenverachtend. Und wenn man sich sowas anhört, was er gerade sagt, das kann nicht sein. Deutschland nimmt ja viele Flüchtlinge auf. Es gibt ja europäische Länder, die gar keine aufnehmen. Ne? Das müsste eigentlich gerechter verteilt werden in Europa. Aber Deutschland ist eines der reichsten Länder der Welt. Und es ist unsere Verantwortung als Menschen, diesen verzweifelten Kindern und auch den Eltern zu helfen. Aber du hast 2011 mal gesagt, diese Gutmenschen nerven mich oder gehen dir gehörig. Jetzt machst du noch ein paar Mal selber. Was mich nicht nervt, ist, wenn jemand Gutes tut. Überhaupt nicht. Was mich nervt, sind diese Gutmenschen, das sind die Leute vom Spiegel. Das sind Gutmenschen, die jetzt, meine ich lass damit. Mal die Presse raus. Also es gibt ja auch andere, die was Gutes tun. Oder meintest du nur die Presse damals? Nein, ich meine dieses... Als ich damals bei Lanz da gesagt habe, hier, das reicht mir jetzt, also wir brauchen härtere Gesetze gegen Kinderschänder, da habe ich ganz viel Applaus bekommen von den Leuten, die mich jetzt beschimpfen, ne? Aber die Gutmenschen haben gesagt, Leute, das muss unsere Gesellschaft abkönnen, dass auch mal ein Kind stirbt, das vergewaltigt wird. Das muss eine Demokratie abkönnen, ne? Das meine ich mit Gutmenschen. Na, habt ihr. Ja. Ja, und man darf auch nicht vergessen, dass es ja sehr, sehr viele Menschen gibt, die helfen, ne? Das Problem ist nur, dass die helfen, sind ja in der Mehrheit, aber die hört man nicht. Man hört nur die dagegen sind. Die Menschenverachtenden, die hört man. Ja. Also um vielleicht eine Sache auch noch mal klarzustellen, weil das wurde dir auch oft unterstellt, du machst es nicht aus PR-Gründen oder wegen des Geldes? Ich bin so froh, wenn ich mal nicht in der Zeitung stehe. Wirklich. PR-Gründe? Was brauche ich denn für eine PR? Mann, ich bin der erfolgreichste Filmemacher in dem Land. Was brauche ich denn für eine PR? Das ist doch so dumpf und stumpfsinnig, das zu sagen. Das ist das Einfachste. Oder sagen, spende doch selber. You know what? Ich spende selber. Ne? Aber die schreien, spende selber, tu sie in dein eigenes Haus oder geh Flüchtlingsheime putzen. Und diesen ganzen Müll. Ne? Da muss endlich mal einer aufstehen. Und anstatt kluge Artikel zu verfassen, sollten die bei Spiegel Online mal ein Spendenkonto einrichten. Jetzt haben wir das mit Spiegel Online verstanden. Die könnten auch was Nützliches tun, ey. Ja. Würdest du dich
auch einlassen? Also wenn dieses Konstrukt so funktioniert? Ich habe nie gesagt, ich will jetzt ein Leiter vom Flüchtlingsheim werden. Also ich will schon noch auch ein paar Filme machen, aber ich möchte das unterstützen. Und ich möchte meine Stimme erheben. Kritik gab es an den beiden. Meine Frage, ja? Ja, weil das ist auch so absurd. Das ist immer was finden, immer irgendwie was schlecht machen, anstatt zu sagen, let's go. Ne? Was ist so schlimm? Also wenn einer Menschen beschützt, ein ehemaliger Polizeibeamter beschützt Menschen. Manche Menschen müssen beschützt werden. Alle unsere Politiker haben Personenschützer. Ne? Wer kann besser Flüchtlinge beschützen als ein Beschützer? Ne? Till, was heißt denn eigentlich, oder hast du es auch nur einfach so salopp daher gesagt, ein Vorzeige-Flüchtlingsheim? Was soll das sein? Ein Vorzeige-Flüchtlingsheim ist eins, im Idealfall, das nicht so ist, von dem er eben erzählt hat. Dass wenn man Pech hat, dass man 18 ist, kein Anrecht mehr auf Deutschunterricht hat. Also, dass alle Deutschunterricht bekommen. Das ist doch so, die sitzen den ganzen Tag im Lager, wissen, sie sind nicht willkommen und können nichts machen, außer frühstücken, Mittagessen, Abendessen. Sportmöglichkeiten, kreative Möglichkeiten, basteln, töpfern. Keine Ahnung, in Hamburg gibt es ein Modelabel, die machen Mode von Flüchtlingen. Also was Kreatives zu machen, zu schaffen. Das sind ja Leute, die sind vom Krieg geflohen. Die waren teilweise Ärzte, Rechtsanwälte, Bauarbeiter, keine Ahnung. Und die sind hier und sitzen da und die müssen beschäftigt werden. By the way, weiß man ja auch, dass uns ganz viele Arbeitskräfte fehlen. Fachkräftemangel, demografischer Wandel, da gibt es aber auch ungefähr ein paar, die sagen, das stimmt alles nicht, aber das ist ein anderes Thema. Dann finde ich, sollten wir das dankbar annehmen und einen Weg finden, wie wir das realisieren. Ich glaube, das unterschreiben wir alle. Und noch schöner wäre es, wenn Sie... Ein Satz dazu sagen, es geht eben nicht nur um die Flüchtlinge, weil diese Leute, die jetzt diese Hetze betreiben gegen Flüchtlinge, das sind Feinde unserer Verfassung. Ne? Die werden als erstes diese Sendung verbieten, wenn sie an der Macht sind. Ne? Das also, lassen wir nicht so zu. So ist es. Genau. So. Dann zum Schluss noch eine Frage an dich, weil du hast ja schon ein bisschen versucht zu erklären, was Sie sich wünschen. Die Schlussfrage ist, trinken Sie Alkohol? Veganer dürfen auch saufen. Sehr gut. Dann sage ich Ihnen gleich, warum ich das gefragt habe. Ich bedanke mich an dieser Stelle erstmal bei Ihnen. Und dann können wir nämlich gleich ordentlich anstoßen, denn das war der letzte ZDF-Donnerstalk. Und an dieser Stelle, mein Gott, was ein Ritt, möchte ich mich wirklich von ganzem Herzen bei meinem super Team bedanken. Ihr wart der Knaller. Sie zu Hause als Zuschauer allerdings auch. Vielen herzlichen Dank für das wahnsinnig gute Feedback. Wir lesen auch heute Nacht noch, nach dem Feiern allerdings erst. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Machen Sie es gut, wo auch immer Sie sind.